Die Stuttgarter Innenstadt. Aufgerissen, durchtrennt von einer riesigen Baustelle. Nach wie vor ist die Angst groß, dass der neue Bahnhof zu klein wird, dass 8 statt bisher 16 Gleise nicht ausreichen. Seit Jahren beruhigt die Bahn, der Bahnhof wird groß genug sein, denn im gesamten Bahnknoten wird ein neues digitales Sicherungssystem verbaut, ETCS. Mehr Züge auf engerem Raum, so das Versprechen. Das Problem, das muss auch funktionieren, denn unterirdisch kann man später kaum mehr reagieren oder ergänzen. Was Sie einmal da gemacht haben, das können Sie nicht plötzlich verschieben, erweitern oder sowas. Von daher sind Sie auf das, was wir in Deutschland brauchen, nämlich Verkehrswende, viel mehr Zugverkehr, viel mehr. Da sind Tunnelprojekte eigentlich immer eine Engpasssituation, weil Sie eben keine Flexibilität reinkriegen. Doch klappt das mit dem ETCS? Auf 2 ICE-Strecken wie auf der Strecke Wendlingen-Ulm ist das System bereits im Einsatz. Immer wieder können Züge dort aber nicht fahren. Ein Lokführer, der anonym bleiben will, zeigt uns interne Bahnmitteilungen, die belegen, es gibt Probleme mit ETCS. Wenn die Bahn die Probleme nicht bis zur Eröffnung von Stuttgart 21 in den Griff bekommt, dann wird es täglich vorkommen, dass Züge spontan um Stuttgart herumgeleitet werden müssen, weil sie in den neuen digitalen Knoten nicht einfahren können. Die Bahn weist diese Vorwürfe zurück. Es gebe keine Probleme mit ETCS, heißt es auf Anfrage. Passagiere wissen, in umgeleiteten Zügen wird immer wieder durchgesagt, dass es technische Probleme an der Strecke gibt. Und auch der Lokführer zeigt uns weitere interne Dokumente, die zeigen, ETCS-Probleme gibt es immer wieder. Dass ETCS nun Kapazitäten steigern soll, wie von der Bahn versprochen, hält der Lokführer für fraglich. Das System sei aus anderen Gründen konzipiert worden. Das sind Wunschvorstellungen. ETCS ist ein Sicherungssystem und kein Kapazitätserweiterungssystem oder ein Beschleunigungssystem. ETCS sei sinnvoll, aber die Bahn dürfe die Vorteile nicht überschätzen. Heiner Monheim sieht das ähnlich. Also auf die Dauer ist ETCS eine sinnvolle Sache. Also ich sag mal, intelligente Stellwerkstechnik, wunderbar, ja. Aber es wird nicht schnell die Rettung bringen und es wird nicht die ganzen Probleme, die sonst da sind, lösen. Laut Bahn werden bereits ETCS-Simulationen für Stuttgart 21 durchgeführt. Ab Mitte 2024 soll es reale Fahrzeugtests geben. Über ein Jahr wird dann der digitale Knoten auf Herz und Nieren für den Betrieb getestet.